Und weil wir nicht die Quest haben mit den drei verlorenen Brüdern finden, was auch immer, gibt es keinen weiteren Dialog. Das ist nicht gut. Wurzeln geht nicht, aber Schaden kommt durch. Blitz, Rüstung, Feuer. Ja, geht gut runter. Wurzeln, Blitzen, Spotten. Ja. Abgewehrt, sehr gut. Wurzeln, Blitzen, Spotten, Brennen. Was? Im Spotten müssen wir noch üben, ne? Du trink Trank. Spotten. Provozieren wurde auf Luke gewirkt. Sehr gut. Ja, so muss es sein. Provozieren wurde auf Luke gewirkt. Und weg mit dir. Das war mal ein interessanter Boss. Oh, und permanente Tränke und ein jünger Stirnreif und überhaupt. Guti, guti, guti. So, Buch kommt mit. Das war ihre Quest. Bye, bye, Rosalie. Da ist wieder das... Ich will wissen, was das ist. Also das Symbol, das wenn wieder auftaucht. So, permanent Mana. Und wir haben gesehen, er hat jetzt dreimal gespottet und hat schon keine Zauberpunkte mehr. Aber er wird später durch Kriegsführung immer wieder was dazu bekommen. Ja, 2 pro Fähigkeitsstufe ist jetzt nicht so viel. Er wird maximal 14 oder was bekommen können. Das wären 28 Mana. Und die Fähigkeiten später werden mehr kosten. Also nee, gut. Den kannst du das ruhig trinken. Das wird ein Artefakt sein. Rest bleibt da, wo es ist. Und hier geht's raus. Ist hier noch irgendwas? Haben wir noch irgendwo irgendwas übersehen? Nö, ich denke nicht. Okay, also raus. Wir haben noch für 5 Tage Nahrung. Sollten wir eigentlich jetzt schlafen. Wieder in die Stadt zurück. Ich weiß ja nicht. Dann könnten wir den Ogre probieren. Ich glaube, das mache ich. Wir gehen jetzt raus. Wir schlafen einmal ordentlich. Oder suchen uns einen Brunnen, was näher liegt. Wahrscheinlich der Brunnen. Und gehen dann zu diesem Troll-Ogre-Verschnitt. Ja, Zikolops. Details. Das große Ding, das schwer zu killen ist. Ja, wir haben 2 Speerträger und die werden nicht mit den Speeren pieksen. Ich glaube, das wäre ein wenig Verschwendung ihres Talents. Dann machen wir lieber Feuer und Erdschaden. Schattenwald. So, wir wollen Richtung Leuchtturm. Da war nämlich ein Brunnen. Das wäre hier irgendwo. Genau, da. Und? Gruppe ist wieder hergestellt. Tonk. Und da irgendwo müsste das Zyklopending sein. Nee, dahinter. Dich nehmen wir auch mal mit, auch wenn ich nicht glaube, dass er irgendwelche elementaren Schadensarten verursacht. Aber wer weiß. So, komm her. Gefährliche Höhle. Man kann nicht sagen, sie hätten uns nicht gewarnt. Also die Programmierer. Hallo. Kann ich jetzt schon buffen? Haben wir noch irgendwas? Ja, wir können anfangen zu zaubern, das ist gut. Schießen. Okay. Wurzel wird nicht gehen, hä? Löst Fähigkeit groß aus. Was? Okay. Wegschubsen werden wir die auch nicht können. Ich kann leider seine Attribute gerade, also seine Boni nicht lesen. Groß, ja. Das kann ich wieder nicht lesen. Schießen. Feuer.
Oh, du bist echt groß. Dämonische Abstammung. Erlittener Schaden. Licht wird vor der Schadensminderung 25% gesteigert. Also mit Licht könnten wir ihm Schaden machen. Er kann uns betäuben und er ist debufft. Da steht nichts von wegschubsen. Doch, immun gegen Stoß und Verwurzelungseffekte, okay. Das da. Spotten. Feuer. Ja, ich bin versucht, jetzt schon Heilung zu sprechen. Ja, mach mal. Genau. Wusste ich doch warum. Blitz. Heilige Rüstung. Wurzeln. Wow. Flucht. Now is not a good time. Flucht. Lass mich raus. Ja. Du. Kirogon ist ein super Tank. Kann man nichts sagen. Ja, komm her, zerschmettern. Zerschmetter nicht. Das gar nichts bringt, weil er schon zerschmettert ist. Er hält sich echt ganz schön gut. Und wehrt alles ab. Ja, allerdings auch. Aha, 102. Pam, pam. Spielladen. Autosave. Gut. Also, wir stehen vor einer gefährlichen Höhle und Yallan hat plötzlich eine Vision, wie man das ja schon von früher kennt. Und sie sagt der Gruppe jetzt, da sollten wir auf keinen Fall reingehen in die nächsten Wochen. Und die Helden glauben ihr und drehen um und gehen Richtung Leuchtturm. Wenn sie denn gehen können. Komm schon. So. Leuchtturm. Stunde der Kraft. Alle nahen Fernkampfwerte der Gruppenmitglieder werden um 10 gesteigert. Die Macht, Magie, Wahrnehmungs- und Glückswerke steigern sich ebenfalls um 10. Das ist schick. Die habe ich ganz übersehen, die Statue vorher. Also, ja, bevor ich von der Statue abgelenkt wurde. Also, dass sie diese optionalen Kämpfe jetzt so schwer gemacht haben. Hallo? Ich werde hier bleiben und die Abwrack im Auge behalten. Kommt zurück und stellt euch mal Mushi, wenn ihr euch für bereit haltet. Jetzt wurde ich schon wieder unterbrochen. Also diese optionalen Kämpfe, dass die jetzt so schwer geworden sind, finde ich echt gut. Weil dann hat man später auch einen Ansporn, wieder hier zurückzukommen. So, wir wollen hoch. Hoch, 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 hoch. Dieser Hohlboni ist gleich weg, aber ist nicht so schlimm. Wir haben noch zwei andere Boni. So, da ging es nicht rum. Es gab eigentlich nur einen Weg. Der war hier rum, hier rum, hier rum. Hier rum, hier rum. Genau. So, ab hier könnte es wieder haarig werden. Komm her. Du Feuerball, du Britzel, du Zerschmettern, du Brutzeln. Au. Sehr schöne Crit. Und weg. Und hier war gar nichts. Na gut, das sind alles Erfahrungspunkte. Weiße Flüssigkeit. Da steht nicht dunkelweiß. Also normalerweise hatten die Dinger hier immer so einen Präfix. Also entweder pulsieren für Resistenz oder dunkel für Attribute. Aber ich denke mal, dunkelweiß klingen komisch. Und weiß war bisher immer Glück. Also denke ich mal, dass es auch jetzt Glück sein wird. Und gebe das Ding Tirik, weil Tirik mit am meisten Schaden macht mit Feuer. Nein. Zur Wahrnehmung. Das ist gemein.
Einfach die Farben geändert. Also wir merken uns, Rot ist Macht, Blau ist Magie und Weiß ist Wahrnehmung. Also Blau, Rot, Blau, Weiß bisher. Welche Farbe ist dein Glück? Na gut, jetzt kann Tirik besser mit seiner Armbrust schießen, die er so häufig benutzt. Turmstufe 3. Ich glaube, das war schon die letzte vor dem Hallo? Du Britzel, du Wurzel, wir sollten gleich schlafen. Schießen. Weg, weg. Dürfte schon wieder Doppelrunden machen. Also das Doppelrunden-Ding, was wir schon mal vor 2, 3 Folgen hatten. Dass man irgendwie eine Runde geschenkt bekommt, wo man sie eigentlich gar nicht haben sollte. Ich glaube, das hängt mit den Wurzeln zusammen. Oh, hey, wo kommt ihr näher? Zaubertrank. Eieia. Ritzel. Feuerball. Spotten. Hey, hey, hey. Britzel. Mach den hier mal weg. Du machst neue Rüstung. Hauen. Hauen. Blitzstrahl. Hauen. Komm, den prügeln wir nieder. Ich will jetzt nicht mehr hier Tränke brauchen müssen dafür. Genau. Weg mit dir. Schlafen. Schlafen, 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 schlafen. Druckplatte. Oh, Gegner. There are enemies ahead. Jo. Elite Korallenpriesterin. Fast in einer Runde getötet. Wow. Okay, okay. Unsere Magiebegabten müssen unbedingt Ausdauer trainieren. Glaskanonen sind nicht... Ups. Glaskanonen sind nicht ganz so toll. Weg mit dir. Da geht's nach oben, aber erst wenn alle Dinge aktiviert sind und du... Regenerier mal ihn. So. Klick, spawn. Ja, wo bist du? Was? Kein Spawn? Ach so, egal auf welche Platte man tritt, es spawnt einmal ein nee, da bist du ja. Zack, 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 zack. Eis, Blitz, Pfeil, Feuer. Oh, sind ein paar mehr. Feuerball? Ja, Brutzel. Ach, die eine steht weiter hinten, okay. So, so. Ja, ich hätte vielleicht eine Rüstung zaubern sollen, richtig. Weg, weg. Rüstung. Geschützt, sehr gut. Wurzel. Blitz. Das da. Nicht auf Talana, nicht auf Talana, genau. Schieß, schieß, schieß. Britzel, schieß. Stufenaufstieg für Derek. Ja. Vitalität. Einfach mal ein Level alles auf Vitalität. Jo. 18. Das klingt viel. 1, 2, 3 Lebenspunkte. 1, 6, 2 Lebenspunkte. Fertigkeiten. Ausdauer. Ja, also kriegen sie dann insgesamt 35% auf Lebenskraft und nochmal 5% durch den Expertenrang. Und ich denke mal, alle werden... Oh, die Druiden können sogar Meister werden in Ausdauer. Okay. Können wir euch verschieben? Ja, können wir. Gut, Tirik ist gerade weggewandert. Sie ist jetzt eher kämpferartig als Tirik, weil sie halt Ausdauer auf Meister bringen kann. Wie sieht es mit Ausweichen aus?